Seitdem ich für Höfner arbeite, koche ich viel öfter und viel regelmäßiger für meine Freunde. Und ich glaube, es schmeckt sogar ganz gut, oder Leute? Ja, es schmeckt mega. Wenn man sein Hobby zum Beruf macht, ist es das Beste, was man machen kann. Ich finde so, wenn man einen Job macht oder einen Beruf, auf den man eigentlich so gar keine Lust hat, das kann einfach keinen Spaß machen. Also lieber ruhig sein Hobby zum Beruf machen, egal ob man da gut verdient, ob man da schlecht verdient, das ist völlig egal. Weil wenn man sein Hobby zum Beruf macht, kann man darin nur gut werden. Und je besser du wirst, umso mehr kann man auch verdienen am Ende. Ich heiße Pascal und mache eine Ausbildung zum Koch und bin jetzt aktuell im ersten Lehrjahr. Wir dürfen komplett essen, wie wir wollen. Also wenn ich jetzt sage, ich habe Lust auf das und das, dann nehme ich mir das einfach. Zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich habe Lust auf eine Carbonara zu meiner ersten Pause, dann mache ich mir eine Carbonara. Zwischendurch kann man sich dann noch ein Stück Torte nehmen, frisch vom Konditor, frisch gebacken, sage ich mal. Oder Eclairs oder sonst was. Also es ist total geil so. Ich glaube tatsächlich, dass Höfner ein ganz guter Arbeitgeber ist. Für Höfner habe ich mich entschieden wegen den Arbeitszeiten, weil im à la carte oder Restaurants, Hotels die Arbeitszeiten halt einfach nicht so gut sind wie bei Höfner. Mein Name ist Darjan. Ich habe tatsächlich mein Hobby zum Beruf gemacht. Seit ich 8 bin, habe ich mich immer in der Küche irgendwie aufgehalten. Moin, ich bin Melli. Ich arbeite in der Kochmütze in Basbüttel, komme aus Hamburg und bin im dritten Lehrjahr und lerne Fachfrau für Systemgastronomie. Also meine Ausbildung geht generell über 3 Jahre. Ich mache halt nur 2 Jahre, weil ich das erste Lehrjahr übersprungen habe. Wir haben hier als Ausbildungsberufe für den Koch und den Systemgastronom. Und die unterscheiden sich hauptsächlich darin, dass die Systemgastronomen eher das Gastronomiemanagement lernen. Natürlich lernen sie auch ein bisschen Kücheninhalte. Sie stehen auch in der Konditorei, in der Küche. Allerdings lernen wir halt auch Buchhaltung. Also bei uns eine Ausbildung zu machen, das kann ich nur empfehlen. Das sage ich jetzt nicht nur, weil ich hier arbeite, das ist ja klar. Oft wird das immer so ein bisschen belächelt, ne? Ach, was kann man da schon lernen? Aber wenn ich auch aus eigener Erfahrung sagen kann, dann gibt es viele à la carte Restaurants oder auch große Ketten, wo man weitaus weniger lernen kann wie bei uns. Ja, ich bin der Daniel, komme aus Hamburg-Eidelstedt, bin da jetzt seit 5 Jahren an Bord. Ich habe auch die Ausbildung bei Höfner gemacht, bin Restaurantleiter seit 1 Jahr und auch seit 1 Jahr Ausbilder. Man kann bei Höfner relativ schnell aufsteigen, indem man halt Einsatzbereitschaft, Willen und Engagement zeigt. Wer gerne privat kocht, ne, und da so ein bisschen so eine Passion für hat, ne, der wird bei uns auf jeden Fall happy werden, weil man das richtig gut ausleben kann. Das wird nie langweilig. Man macht das immer jeden Tag mit Liebe und Leidenschaft. Und ich denke, das ist halt mit das Wichtigste. Dann wird man auch glücklich sein und das auch lange und gerne machen können. Finde deine Leidenschaft. Mach auch du dein Hobby zum Beruf und bewirb dich noch heute unter www.hoefner.de/Ausbildung.